Hallo Internet, hallo Peter. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für dieses überraschende The Day Before Exclusive Combat Gameplay, das hier aufgetaucht ist und aufgeploppt im Internet. Beim IGN Fanfest wurde das vorgestellt und ich würde sagen, let's jump right into it. Hi everyone, my name is Diana and I am CBO at Mytona. We are publishers of The Day Before, a brand new MMO survival game developed by extremely talented guys from Fantastic. Hey, I am Ed Gotovtsev, here from the coldest city in the world. Hi, I am Asen Gotovtsev. We are founders of Fantastic, developers of The Day Before. The Day Before is our greatest game we've ever made at Fantastic and the real breakthrough for MMO survival genre. We're so grateful for your interest in The Day Before. Hope you will like our new video. Okay, cool. I like what I see. In-game footage, work in progress. Das sieht schon echt krass aus. Aber wieder so geskriptet. Also, es hat schon so einen Touch und es ist halt The Division. Nur halt in düsterer oder in zombieartiger vielleicht. Lol. Der Pizzabote. Okay, okay. Ja, die Atmosphäre ist cool. Sound, interessant. Die Homies sind mit am Start, links und beide links von ihm. Da vorne ist ein Gegner. Looten. Mal direkt schießen. Es muss also tatsächlich ein Zombie-Survival-Spiel sein. Daran erkennt man es, es wird zuerst geschossen und dann geredet. Aber die Gun-Sounds hören sich jetzt nicht... Das hört sich fett an, aber die Gun-Sounds von den Kollegen haben sich jetzt nicht gerade so krass angehört. Lol. Hauptcharakter kann nicht sterben. Was ich aber jetzt gerade, warum ich LOL gesagt habe, ist, ich habe eigentlich Zahlen erwartet, die aufploppen. Uff, oh, da war eine Zahl. Ein Headshot, bitte. Hey, Motherfucker! Okay. Nicht schlecht. Okay, sie sagen hier, wir sollen auf daybeforegame.com gehen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal direkt auf die Webseite von den Boys and Girls und wir probieren jetzt mal herauszufinden, ob wirklich was dran ist an diesem Spiel und ob uns hier nicht vielleicht doch ein Bär aufgebunden wird. Weil es ist natürlich sehr geskriptet, das Ganze, was wir hier sehen. Und ja, The Day Before, ich meine, wenn ich hier jetzt auf der Webseite bin, könnten wir hier nochmal den Trailer angucken, den haben wir ja schon gesehen. Das Bild hier erinnert mich an The Last of Us. Open your eyes. Welcome to The Day Before, an open-world MMO survival set in a deadly post-pandemic America overrun by flesh-hungry infected and survivors killing each other for food, weapons and cars. Ja, ich würde mal die flesh-hungry infected wegnehmen und dann haben wir eigentlich... Sind wir nicht weit weg davon, ehrlich gesagt. You wake up alone in a world you no longer remember, setting out to find answers and the resources to survive. Ja, generic. Wenn ich das hier sehe, dann denke ich automatisch an The Division. Wenn ich das hier sehe, dann denke ich automatisch an... Was war es nochmal? Resident Evil 2? Das sieht aus wie bei Resident Evil 2. Ich weiß nicht, die Szene im Polizeigebäude, im Polizeirevier. Wer sich erinnert. Okay, das erinnert mich an Snowpiercer. Wie hieß das Game nochmal? Dieses, wo man durch den Matsch und Dreck und so weiter geht. Ja, ihr wisst, was ich meine hier. Dieses eine Spiel mit Schlamm und Dreck und so weiter. Snowpiercer oder irgendwie sowas. Das hier erinnert mich an World War Z.
oder ja, irgendwie sowas. Ja, also ein Sammelsurium aus Dingen, die man kennt, aber ich meine besser gut geklaut als schlecht selbst ausgedacht. Von daher, ja, so läuft's halt heutzutage. Warum nicht? Ich meine, kann man mal probieren. Aber schauen wir uns doch mal den Publisher an. Das ist Mytona und auf deren Webseite sehen wir direkt The Day Before. Und interessanterweise ist Mytona, die sind so im osteuropäischen, asiatischen Raum unterwegs und haben über 1000 Mitarbeiter. Die gibt es seit 2012 und mittlerweile, wie gesagt, schon über 1000 Mitarbeiter. Das ist insane. Das heißt, bei denen läuft es wohl. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, die probieren jetzt auf den Konsolenmarkt und auf den PC-Markt zu kommen. Die haben wahrscheinlich Games analysiert, die Potenzial haben und haben wahrscheinlich gesehen, dass bei The Division zum Beispiel viel brach liegt und die Leute viele Wünsche haben. Und warum nicht hingehen und die Fans abholen von diesen Spielen, die enttäuscht wurden. Und ich glaube, es sind einige, die sich damals gedacht haben, vielleicht gehören sie auch selber dazu. Schauen wir mal ihre Games nochmal genauer an. Hier Seeker's Notes. Okay, es sieht alles für mich aus wie Mobile Games. Cooking Diary. Riddleside. Cooked Pines. Outfire. Top Down. Multiplayer Shooter. Also, und dann The Day Before jetzt. Ja, interessant. Aber ich glaube, da ist Kohle hinter auf jeden Fall bei denen. Die scheinen mir jetzt nicht so unerfolgreich zu sein mit ihren Spielen. Deswegen gucken wir mal weiter, was macht denn der Entwickler Fantastic? So, hier sind wir jetzt auf der Webseite von Fantastic, das sind eben die Entwickler von The Day Before. Aber interessant, was haben sie noch gemacht? Hier sieht man What We Do, kann man mal gucken, was machen sie denn Schönes? Aha, schön Game Development, Bilder geklaut aus dem Internet. Das sind auf jeden Fall nicht die Entwickler, das sind Darsteller, Models. Ich meine, sucht mal auf FreePick oder auf Envato, geht da mal hin und sucht mal nach Game Developern, dann werdet ihr das finden. Das heißt jetzt nichts, aber bei einer Firma, die viel Spiele, andere Spiele nachahmt und so weiter, ist sowas natürlich schon mal direkt ja, weiß nicht. Also es wirkt alles ein bisschen, wie soll ich sagen, abgeguckt. Sogar die Bilder sind nicht real. Ich meine, jetzt in diesem IGN-Trailer hat man sie das erste Mal wirklich gesehen, die Leute, die hinter dem Spiel sind. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie diese Plattform genutzt haben, um einfach der Welt zu zeigen, hey, das sind wir. Uns gibt's wirklich so ungefähr. Wir sind nicht irgendwie fakey Dudes und die sich irgendwie einen coolen Trailer aus den Fingern gesaugt haben, sondern wir sind wirkliche Game-Developers. Und das sieht man auch hier, wenn man auf ihre Games geht. Radiant One, das ist ein Spiel für iOS. Was sie gemacht haben für den App Store, was auch recht erfolgreich war. Also man sieht es hier, es ist ein Puzzle-Horror-Adventure, hat eine gute Metascore, hat glaube ich sogar einiges an Downloads. Wenn wir mal hier in den App Store reingehen, können wir mal gucken, was es für Ratings gibt. Es ist ein Free-to-Play-Spiel. Wir sehen hier, Fantastic ist der Entwickler. Wir können mal gucken, vielleicht gibt es noch mehr von denen. Ne, die haben das für die ganzen Apple-Plattformen rausgebracht. Aber man sieht hier, es hat 7100 Ratings, was echt gut ist. Also das sind einige Ratings und 4,3 Sterne. Scheint ein gutes Ding zu sein. Gucken wir mal, was sie noch gemacht haben an Spielen. Sie haben nämlich noch ein anderes Spiel gemacht. The Wild 8. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas. Mir sagt es nicht wirklich was. Was ich aber gesehen habe, ist, dass die Reviews ein bisschen in den Keller gegangen sind bei dem Spiel, weil anscheinend ist es wohl so, dass die Entwickler dieses Spiel wohl jetzt links liegen lassen, weil sie halt natürlich The Day Before machen und alle Ressourcen auf The Day Before ziehen. Aber ist natürlich uncool sowas. Man merkt es bei den Steam Reviews. Ich glaube, die sind mixed jetzt mittlerweile. Im Großen und Ganzen aber meist positiv. Also von daher, ihr Track Record ist gar nicht so schlecht. Checken wir mal schnell ihren Twitter aus. Hier sieht man jetzt, schauen wir mal das hier. Was ist denn das? So höre ich mich an, wenn ich... Oh ja, das bin ich beim Kacken. Das bin ich, wenn ich dann das Klopapier nicht mehr zur Hand habe.
Ja, The Day Before, das sind die Entwickler gewesen. Warum nicht? Warum nicht? Also, ich meine, das hier zeigt halt auch, das sind die halt und die machen das und warum nicht? Also, ist doch ganz nett. Ich glaube, mit diesen Aufnahmen wollen sie eben so ein bisschen das Gegengewicht darstellen zu den, ich will jetzt nicht sagen Vorwürfen, aber zu den Dingen, die man halt jetzt gerade über The Day Before sagt, dass es halt so ein choreografiertes Ding ist und nicht real. Und deswegen probieren sie natürlich mit so Hintergrund und Backstage Blicken, sage ich jetzt mal, die Crowd wieder für sich zu gewinnen und zu sagen, nein, wir sind wirklich echte Dudes und das Spiel ist echt und guck hier, wir arbeiten dran und schreien ins Mikrofon. Machen uns ein bisschen lächerlich, also sie scheinen welche zu sein, die das Ganze mit so einem Augenzwinkern auch machen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen kleinen Einblick geben über die Entwicklung und beziehungsweise über den Publisher und Entwickler hinter The Day Before und dass es hier ein reales Ding ist, um das es sich hier dreht, kein Fake-Stuff. Und ja, ich meine, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber der Zombie-Darsteller ganz besonders. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Look out!